Süchtig sind die Bremer im Oktober vor allem nach dem Freimarkt. Aber auch dieses harmlose Vergnügen braucht einen Antriebsriemen und die Jungen zwitschern inzwischen wie die Alten. Der Unterschied: Jugendliche legen aufs gepflegte Bier keinen Wert, sie trinken dort, wo sie gerade sind, auch öffentlich. Cliquen treffen sich auf Spielplätzen und Schulhöfen, in Diskos und Kneipen und auf dem Freimarkt wie eh und je am Autoscooter. In der Trinkerrepublik Deutschland läuft auch bei Ihnen in der Freizeit kaum noch was ohne Alkohol. Ich trinke mein Bier, aber nicht übermäßig. Ich trinke, wenn ich Durst habe, dann trinke ich mein Bier, aber sonst noch nicht. Wie viel denn? Oh, verschieden. Ich kann mit dem, wie ich Lust habe. Mal eins am Tag, mal zwei am Tag, mal eine Palette am Tag. Verschieden. Rund 100.000 Schüler in der Bundesrepublik sind alkoholabhängig. Mehrere Millionen Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren kennen sich mit Alkohol aus. Vorbilder für den Griff nach dem Humpen gibt es genug. In den meisten Jugendfreizeitheimen gibt es, wie in der Friesenstraße, ein strenges Alkoholverbot. Ob sich aber einer zum Beispiel Haschisch in seine selbstgedrehten Zigaretten rollt, ist nicht zu kontrollieren. Kennt ihr denn Leute, die Haschisch nehmen zum Beispiel? Ja, ich kenne jemanden. Also ich kenne einige davon. Und ist das in der Schule auch bekannt, dass sie das machen? Ja, es ist bekannt, aber na, ich will ja auch keinen Namen nennen, aber ich weiß das. Würdet ihr euch an eure Lehrer wenden? Ich nicht. Auf keinen Fall. Über Beginn und Folgen von Nikotin- und Alkoholabhängigkeit wissen nur wenige Bescheid und so gut wie keiner gibt vor der Kamera zu, ob er trinkt oder raucht, auch wenn er direkt vor der Aufnahme seine Zigarette ausgemacht hat.